man hört es meistens ja gar nicht mehr, was die Autofahrer so einem sagen oder anschreien oder hupen und sonstiges. Nur halt, sobald Gegenstände geflogen kommen, dann wird es nicht mehr lustig. Mein Name ist Dietmar Schlossmacher, ich bin 40 Jahre alt, Straßenwärter in der Autobahnmeisterei Karst, seit 18 Jahren bei Straßen NRW. Ich heiße Alexander Wermeter, bin 46 Jahre alt und seit über 25 Jahren bei der Autobahnmeisterei Karst beschäftigt. Wir stellen immer wieder fest, dass Verkehrsteilnehmer in Baustellen die Kollegen, die dort arbeiten und versuchen, die Verkehrssicherheit wiederherzustellen, die Strecken zu reparieren und zu unterhalten, durch Gehupe, durch Beschimpfungen und durch Gesten da belästigen und beschimpfen. Wenn es gut geht, nur Handzeichen, wilde Huperei und Beschimpfungen. Wenn es schlecht läuft, fliegen Feuerzeuge und Trinkflaschen, dann wird es nicht mehr so lustig. Wir wünschen uns alle mehr Verständnis für uns und unsere Arbeit, denn wir machen diese Arbeit nicht für uns, wir machen sie für den Verkehrsteilnehmer und für die Verkehrssicherheit, damit jeder sicher zur Arbeit und zu seinem Ziel kommt. Man kann den Frust mal kurz abbauen. Der Verkehrsteilnehmer hat mal kurz mal geschrien und dann fühlt er sich vielleicht dann auch besser. Und solange es nur dabei bleibt, ist das alles in Ordnung.